Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben ja letzte Folge ja die Spriggan-Form freigeschalten und haben noch ein bisschen Mana-Probleme, weil wir ja keinen Mana regenerieren. Das werden wir dann einfach ja sogar recht schnell eigentlich fixen können. Wir müssen nur ein bisschen die Totems auch spawnen können. Und dann später haben wir noch Creed Forest, ja, ein Gürtel, der uns Mana gibt. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ich kann eigentlich Totems ja rausnehmen. Mache ich aber noch nicht. Also Creed Multiplier brauchen wir nicht. Als nächstes Level 35. Genau, und die Schuhe. Die Schuhe waren es, die ich jetzt noch machen wollte. Genau, dann haben wir noch ein paar, wie heißen sie? Idole. Genau. Poison ist aber auch nicht schlecht. Ich glaube eher Poison. Aber eigentlich ist ja Bleed physisch. Also Lidl. Lieber blüten. Die blüten lassen, die Gegner. Haben wir noch physisch? Ja, da haben wir noch ein kleiner physischer. Haben wir irgendwie etwas Defensiveres hier irgendwo? Scheinbar nicht. Poison ist auch nicht. Da ist Physical. Und nochmal Physical, bitte. Oh, überall Void. Vielleicht hier oder hier. Ja, da haben wir Physical, aber haben wir noch ein 7er? Ja. So. Also diese Schuhe sind schlechte scheinbar. 95 und 57. Schlechter. Ich glaube auch schlechter. Tempest Strike wollte ich ja auch mal machen. Mal hier rein und der Gürtel ist auch schlecht. So, dann können wir loslegen. Kurz noch verkaufen. Ja, genau. Wir werden noch mehr von diesen Vines spawnen, wenn wir laufen. Und noch, wie heißt das Skill schon wieder? Können wir gleich mal schauen. Und auch auf den Boots. Engangling Roots, genau. Die Gegner verlangsamen und heilt uns, glaube ich, auch gleichzeitig noch ein bisschen. Ist ziemlich genial. So, wir sind hier unten am Strand Shimmering Cove. Ist ja eher eine Höhle, aber ich sehe keine Höhle in diesem. Oder es ist so eine Art Grotte oder so, die oben offen ist. Könnte auch sein. Ja. Also. Die spawnen. Ja, die machen Schaden, aber unsere rechte Maustaste angeht noch keinen Schaden. Ja, ohne Totems ist leider nicht gut. Ich muss mich wieder ein bisschen angewöhnen. Ich habe jetzt schon lange Zeit nicht mehr genommen. Oder müssen. Ja, jetzt sind wir wieder. Okay. Ja, ich muss halt immer wieder diesen Angriff nehmen. Also das Problem ist einfach, dass es auf der 4 liegt. Ich kann mir das auch umstellen. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder das weggemacht. Ich muss mich irgendwie ein bisschen gewöhnen. An diese doofe Erlegung. Aus irgendwelchen Gründen sind wir einfach nicht mehr so stark. Ja, es sind halt einfach nur diese Roots,
diese Bands, die Schaden machen. Ja. Schade, es ist einfach falsch. Also Totem sollten nie auf der 4 sein, das soll ein Bewegungsgeschwindigkeit, also ein Bewegungsskill sein. Und ja. Okay, wir bekommen auch Mana zurück durch die Totems. Ja, es ist wirklich doof. Ich bekomme die 3 sind nur die 4. Sammeln Storm-Totems, vielleicht brauchen wir das mal. Also, was wir machen, ist es einfach auswechseln. Die 3 mit der 4. Ja, und wo ist es? Genau, also die 3 ist... Okay, die E. Machen wir hier R. Und hier E. So. Wenn wir jetzt die 4 drücken, jetzt müssen wir leider die 4 drücken, nicht mehr die 3. Jetzt gleich. So. Genau. Ja. Wir auch Mana bekommen, bitte. Jo. Geht schon viel besser. Ja, wir bekommen Mana. Sehr gut. So geht doch das Haus immer besser. Dass ich den Mauszeiger nicht gut sehe. Genau, wir können uns eigentlich immer wieder aufladen mit Mana. Oh, jetzt habe ich das auch gecheckt. Ja, ich kam einfach nicht gut an die 4. Ich natürlich auch immer eine Taste drücken muss. Das ist die ist Ober Tap. Und deshalb, ja. Kann ich da nicht ganz so gut an die 4 rankommen. So, also Spriggenform hat wieder 1. Dann machen wir hier Healing Totems. Ah, ich müsste eigentlich die andere machen. Jetzt komme ich leider kein Mana eben. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt bekomme ich wieder Mana. Ja, jetzt haben wir einen mehr einen Toten mehr. Also können wir uns nicht mehr so gut mit Mana vollklicken. Wir brauchen einfach länger. Ja, ich greife manchmal einfach nicht mit Reins an, weil die Reins werden ja blockt durch die Schuhe. So. Wir brauchen unbedingt die Vines. Ich könnte ihn zurücksetzen, den Punkt. Naja, lohnt sich nicht. Man verliert halt schon Level. Gut, ja, hier brauchen wir eben gar noch nichts zu skillen. Ich möchte lieber hier bei Beastmaster. Ah, da muss ich kurz nachschauen, sorry. Bei Beastmaster weiß ich gar nicht, was ich skillen muss. Das geht aber schnell. Ja, ich will nicht den Forge Guard, das ist mein nächster Bild dann. Der wird wahrscheinlich nicht so schnell genervt. Einfach zum Nebenbei noch ein bisschen Stream zu zeigen. Skills? Nein, nicht Skills, Passives. So, Beastmaster ist doch Stärke. Stärke und dann Boarhead und Call of the Pack. Also Call of the Pack priorisieren. Ja. Oder ich könnte ja ein anderes nehmen und dann später die Dinge eigentlich Spectre Boar brauchen. Weil das blockt nie, weil ich nicht in den Nahkampf gehe mit dem Bild. Und die Feins und ja, das Briggen, das momentan noch Nahkampf geht. Von die Totems. Ja. Okay. Ich hab's verstanden.
Manchmal sind einfach die Sachen, ja, wie spät man und so, nicht ganz so klar in diesem Spiel. Weil, ja, es sagt ja nicht immer, ja, du musst genau mit dem Skate so angreifen und so. Also Vines würde ich wahrscheinlich nicht skaten, wenn ich das erste Mal Springform benutze. Ich würde wirklich auf diesen Angriff gehen hier. Wallblast. Oder auf ja, Healing Toten. Ne, würde ich auch nicht gehen. Ich mag nicht so gerne Healing. Hier ist so Mana Life Leech. Ja. Ich mal schauen, wie schnell das levelt. Sieht man hier bei der Bar. Ja, okay, die Hälfte haben wir schon wieder. Also, ja. Einfach Vine Damage von ihm hoch machen. Das Sammeln macht aber nicht so viel Schaden. Also die Vines machen da nicht so viel Schaden. Ja, man sieht's. Da ist noch ein Gegner am Leben gewesen, kurz. Naja. Also. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich setzen muss. Eigentlich schon beim ersten Mal bekomme ich mal. Ja, die Kleinen, die muss ich gar nicht angreifen. Die werden immer wieder beschworen in diesem Level. Ja, es ist wirklich jetzt noch nicht stark. Irgendwas fehlt noch, oder kommt der Schaden, den Schaden fehlt. Ich habe ja gewohnt. Ja. Genau, weil ich das jetzt nicht spiele. Hab doch im letzten Part mehr Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe es erst bekommen und dann bin ich noch nicht so weit gelaufen, stimmt. Sehe noch so wenig Schaden. Okay. Ja, manche Builds sind wirklich erst dann viel später. Eigentlich Blutskäfer. Es ist einfach, weil halt alle Skills auch einen Baum haben. Oder nicht ganz alle. Okay, ja, die Stances wurden ja rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch ein Skill keinen Baum hat. Static hat ja auch einen Baum bekommen. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt abwechselnd die 2 und die 3 nutze, dann macht er nicht das Bild. Sehr viel Schaden und hat unendlich Mana. Das ist so geil. Also diese Healingstoten sind die, ist das Beste dran. Weil die eben auch schließen. Und den Skillbaum von Torntoten nutzen. Heißt das, wir haben unendlich Mana, weil wir beim Torntoten auf Mana geskillt haben. Das ist mega geil. Dass wir, wenn einer stirbt, wir Mana bekommen. Also wenn ein Totem stirbt, bekommen wir Mana. Und das ist sehr effizient. Also ich denke, ich könnte... Ja, wir machen ja keinen Melee-Damage, also die Minions machen ja gar keinen Melee-Damage. Mehr, dann später. Jetzt machen sie noch. Es liegt einfach daran, dass wir noch nicht... Ja, wir müssen unbedingt hier im nächsten Level Razor Vines holen. Und dann machen sie keinen Melee-Damage mehr. Ja, nun attackieren mit Dorn, also machen sie keinen mehr. Okay, da haben wir 3 jetzt. Und jetzt haben wir noch mehr Mana zu bilden. Ja. Sehr gut. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Immer abwechselnd 2 und 3 klicken. Sehr schön. Und ja, die sind so beschäftigt, dass sie mich gar nicht angreifen. Das ist so geil. Jo, ich und Marco, der Just Marco von, ja, von den Livestreams,
haben uns überlegt, wir könnten ja Skyrim modden. Ich habe es ja auch, glaube ich, schon gesagt im Let's Play hier. Und er hat sich dazu erklärt, ja, das Spiel auch zu kaufen. Er muss halt 60 oder 40 Euro zahlen. Weil die vorherigen Edition nicht hatte von Skyrim. Und ich habe ja mega gespart. Ich musste ja nur 60 Euro bei Release zahlen. 2011. Und 2016 2016, die 5-Jahres-Anniversary. Edition, Special Edition war ja kostenlos, weil ich die alte Version schon hatte. Genau, die Release-Version schon hatte. Und ich habe ja so viel schon Skyrim gespielt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, so ungefähr 80 Euro auszugeben. Das ist so geil, ich habe unendlich Mana. Das ginge wirklich bei Ding gar nicht. Da muss man ja immer rechte Maustaste klicken dann. Ja. Ja, das sieht schon cool aus, so viele Wisps und die gleichzeitig schießen und so. Oder nacheinander ein bisschen. Sieht schon sehr geil aus, aber für den Anfang ist dieser Bild einfach besser. Ich mache den anderen auch weiter, weil ja eben das Update, glaube ich, am 10. Dezember kommt. Oder noch früher sogar schon. Und eben, ich will auch unbedingt Umbral Blades mal ausprobieren. Und deshalb brauche ich jetzt einfach ein paar Spielstunden, dass ich noch ein paar Items habe. Ich weiß nicht, wie tanky ich den machen kann, Umbral Blades. Aber ich nehme natürlich das, was am Boden dann so wirbelt. Denke ich mal. Und sich mehr. Genau. Oh, volles Mana. Hey, geil. Ja, so Probleme gab es Anfang Parts. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht mehr vorbereitet und ich habe dann ja, ein paar Tage nicht mehr aufgenommen. Ja, eigentlich gar nicht so lange. Anderthalb Tage wahrscheinlich. Auf jeden Fall bin ich reingeplatzt, habe das Problem noch gehabt mit den Items, ja, im Inventar. Und ja, und dann auch eben das gedrücken müssen. Verstehen wieder, dass man die 4 und die 3 drücken muss. Schade, dass man die nicht ändern kann. Eigentlich sollte wirklich ein anderes Keybaum noch für diese Summons Transformierungen vorhanden sein, dass man das auch noch anpassen kann. Ist leider noch nicht da, vielleicht am 10. Dezember, aber ich glaube eher nicht. Und das Beste ist ja, dass diese Verwandlung kein Mana kosten, also nichts absagen, solange man nichts drückt. Das ist eigentlich das Beste. Also du kannst eigentlich so bleiben. Musst aber schauen, eventuell in den Städten oder so wirst du zurückverwandelt. Du musst eigentlich immer schauen, ob du jetzt noch Spring bist oder nicht. Ich hoffe, in den Portalen bleibt es auch so. Da war es einfach früher so. Weiß noch irgendwas. Man eben die ganze Zeit zuerst wieder drücken musste. Das Verwandeln. Springform. Das größte Problem an diesem Bild ist es jetzt sehr unübersichtlich. Also ich könnte eigentlich die Lebensbalken ja wieder alles machen. So, Mana-Regeneration ist sehr wichtig und hilft auch. Jetzt! Yay! Wir sind soweit. Settings. Display helfbar over Minions. Aber unseren helfbar lassen wir. Der ist wichtig. Weil ich kann nicht immer unten links schauen. Der Bildschirm ist halt so groß. Okay. Ja, wir müssen hier weiter scannen. Irgendwie komisch, dass sie tot ins Schießen, obwohl kein Gegner in der Nähe ist. Viel zu weit weg ist. Also, ihr kennt ja dieses Gothic-like System. Und das hätte ich gerne in Last Epoch. Das
der Entwickler wird das wahrscheinlich das nie einbauen, weil er halt wirklich auf nur so richtiges Hack and Slay geht und ein bisschen Taktik anfügt. Aber mein Ziel ist es einfach dann in einem Mod, Skyrim-Mod, dann das einzufügen. Und eventuell dann viel später können wir dann eben diese Gothic-Elemente auch einfügen. Also, was ich nicht machen will, ist einfach Last Epoch einfach kopieren. Aber Last Epoch kommt schon am nächsten von allen Hack and Slays zu meinem Spielstil. Schnell einfach kämpfen und langsam einfach mit Menschen und so. Mit Relay, also mit Bedienungen. Ja. Das ist zum Beispiel, ja, das Reden, das, das Verkaufen und so Sachen einfach ein bisschen realistischer zu machen. Bisschen langsamer. Nicht alles überhastet. Minion Health 109 ist natürlich super. Auf einem Amulett Minion Health 109, das ist ja super. Okay. So, jetzt sind wir natürlich viel stärker im Fernkampf. Vorher war es ja immer so, die Ranken, die haben ja so, ja, es kann nicht immer direkt nebeneinander eine Ranke sein und so haben wir viel Schaden einfach vermisst. Und, also vermissen lassen. Und jetzt haben wir so, die haben jetzt Fernkampf, jetzt können die viel öfters angreifen und dadurch ist der Schaden viel höher wieder. Also es ist einfach darum, weil wir ja wieder umgeskillt haben, so gewesen, dass der Schaden etwas mega runtergeht. Das haben wir letzten Part nicht mehr gehen können. Summon Spriggan. Ich würde gerne den nehmen, so einen Totem. Eher nicht. Totems waren ja nicht ein Schaden. So, was haben wir für einen Skill-Punkt verloren? Ja, und wo ist der Tree? Das ist Crafting. Eieieiei. Skills, wenn ich S. Hä? Hab ich doch gedrückt. Okay, ist wieder da. Also hier machen wir nochmal Schaden. Weinhelf brauchen wir nicht. Und hier haben wir einen Punkt. Ja, hier verloren, oder? Also hier nicht. Hier auch nicht. Hier müssen wir noch zwei skillen. Gerade ist der Lüfter ein bisschen laut. Das Spiel braucht ein bisschen zu viel CPU-Leistung gerade. Totems. Ja, da haben wir 2. 2, 2, 1 von links nach rechts. 2, 2, 1. Den haben wir verloren. Okay. Ja, gut. Okay, wir müssen home. Also der Bild, der ist eigentlich jetzt in diesem Status eigentlich fast zu leicht. Ich habe ja auch bei Path of Exile im Let's Play keine Probleme mehr. Obwohl die Liga gesagt wurde, es würde mega schwer sein. Und ein so guten Bild bei Lightning Totem, also Kettenblitz Totem, das, ja. Ah ja, genau, die Ice Tones. Und jetzt auf Outbrook zuerst gehen. Ja, da muss ich auch nochmal schauen. Ich will ja nichts Falsches gehen. Skills. Leider geht das, also sollte viel mehr auf einem Bildschirm Platz haben in diesem Last Epoch Tools.com Pläne.
3, 2, 4. Ich würde jetzt aber einen Punkt eher noch ein Tonschild zuerst nehmen. Weil die Proc-Chance ist jetzt eigentlich schon ziemlich hoch. Summon Boah. Eigentlich Boah. Boah ist die Wildsau. Bär. Bär, der Teddybär. Aber es gibt auch der Teddybär. Der Besoffene. Ja, nur der Cast-Speed ist noch ein bisschen gering. Sich der jetzt gut eigentlich verstärken lässt, weiß ich nicht. 19. Das nehmen wir nicht mit. Zu wenig. Drago hätte gerne mehr. So, dann gehen wir hier hin noch und am nächsten Part machen wir dann rechts dort beim Eingang ins nächste Gebiet weiter. Müsst ihr jetzt das Laufen auch nicht sehen. Da waren wir erst kürzlich vorher, wo wir doch falsch gelaufen sind, geht's nach rechts oben auch. Nicht nur nach rechts, sondern rechts oben. Ah, nein, das Portal können wir nicht benutzen, aber das Portal können wir im nächsten Gebiet dann benutzen. Wir brauchen jetzt noch zwei dieser Punkte. Jupp, und ein Skillbuch bekommen wir auch. Dann gehen wir gleich noch kurz zurück. Also das will ich ja nicht zeigen. Bis dann. Tschüss.